WDR. Hallo und guten Abend. Hier sind wir wieder mit Ihrer Lokalzeit Südwestfalen und wir haben einiges für Sie im Gepäck. Egal in welche Fußgängerzone man kommt, es ist überall das Gleiche und es ist super ekelig. Da kleben alte, ausgespuckte Kaugummis am Boden. Im Laufe der Zeit werden sie dann zu hässlichen, grauen Flecken. Sie wegzumachen ist schwierig und zudem auch teuer. Der Arnsberger Künstler Karl-Heinz Hosse hat sich jetzt was anderes für diese plattgelaufenen Kaugummis überlegt. Er macht sie nämlich zu kleinen Kunstwerken. Wenn Sie heute vielleicht in der Neheimer Fußgängerzone unterwegs waren, dann haben Sie ihn ja vielleicht sogar gesehen. Schon auf dem Weg durch die Neheimer Fußgängerzone sucht er nach geeigneten Objekten. Sonst bringt er alles mit, was er für seine Kunst braucht. Acrylfarben, Pinsel, Wasser, Lack zum Fixieren. Leinwände findet er zuhauf auf dem Neheimer Pflaster. Kaugummis, alt, grau, hässlich. Ist das nicht ein bisschen ekelig, so Kaugummis zu bemalen? Auch da mache ich mir keine Gedanken drüber, weil einfach, ich finde die so in Ordnung jetzt. Die liegen schon so lange hier, auf diesem Pflaster. Ich nehme an, dass da keine Bazillen mehr drin sind. Eine befreundete Buchhändlerin versorgt den Künstler mit inspirierendem Getränk. Dann geht es los. Karl-Heinz Hosse hat eine besondere Technik entwickelt. Zuerst grundiert er. Jetzt sehen die Flecken schon mal freundlicher aus. Kaum legt der Maler los, hat er Publikum. Vor allem Kinder sind fasziniert. Die Idee stammt von einem Londoner Künstler. Inzwischen schwappt auch die ganze Sache rüber nach Berlin. Da läuft's auch. Und ich denke mir, London, Berlin, Arnsberg. Ist doch eine schöne Linie. Dann können wir es hier auch machen. Karl-Heinz Hosse hat sogar die hochoffizielle Genehmigung der Stadt, hier zu arbeiten. Vermutlich gefällt es den Verantwortlichen, dass die hässlichen Flecken verschwinden. Sie zu entfernen wäre teuer und der Künstler malt umsonst. Ihm ist es wichtig, mit Passanten, mit den Neheimern ins Gespräch zu kommen. Ja, ich habe viel vor mir jetzt, ne? Klar. Ja, ich mache das erstmal einen Sommer und dann im Winter mache ich das natürlich nicht. Ja. Ich habe keine Lust, mich im Regen auf die Straße zu legen. Ja. Das soll ja auch Spaß machen. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe. Man bleibt immer dran, ja. Oh wei. Also unsere Wegen können Sie hier die ganze Hauptstraße machen. Genau. Ja, ich bleibe dran. Ich schaffe natürlich nicht alles. Ich schaffe nicht alles. Ne? Schade. Ja. Da hinten sind auch noch welche, da vorne auf der Seite. Die Motive sind höchst unterschiedlich, grafisch, malerisch, gegenständlich. Im Lauf der Zeit wird die Fußgängerzone zur begehbaren Galerie. Und manchmal erfüllt der Künstler auch Wünsche. Da vorne ist eins, da kam ein Kind und fragte, können Sie mir mal einen Haifisch malen? Zufällig ergab sich das auch, weil das Kaugummi so langgezogen war, habe ich ihm Haifisch gemalt. Die Feinarbeit auf dem Pflaster zwingt sogar die Kamerafrau auf die Knie. Karl-Heinz Hosse erntet viele bewundernde Blicke für seine kleinen filigranen Kunstwerke. Guck, das habe ich ja nur rot gemacht. Schön, ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen. Das sieht ja geil aus. Das ist schön, ne? Ja. Der Künstler hat für heute genug und packt zusammen. Aber er wird wiederkommen. Sein Londoner Kollege hat schon 9000 Kaugummis bemalt. Da bleibt noch viel Raum für Kunst in Neheim.